Sind wir aus demselben Grund hier? Einer meiner Männer sah die Ankunft einer Ladung Waffen im Arsenal. Das machte mich neugierig. Waffen? Die würde ich mir gern selbst ansehen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Assassin's Creed Revelations. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Und wir sind wieder in den Ding dabei. Ja, die Bank, die können wir auch kaufen. Die Aussichtspunkte zu freizuschalten und Banken und das ganze andere Geschlumpszeug, was die Wirtschaft ankurbelt, zu kaufen. Dann sprechen wir gleich mit dem und heben das Geld ab. 6.000 sind drin, 60.000 ist gesamt. Das nächste Mal. Ich sag mal, gesamt. Ist hier Gesamtmöglichkeit. Gesamtkapazität. Was denken wir eigentlich, wen ich vor sich habe? So etwas kann man mit mir nicht machen. Was? Wer ist denn? Wer tötet denn da jetzt schon wieder wen? Das geht aber mal gar nicht. Da könnte man durchgehen. Nein, da kommt man auch nicht durch. So was Doofes. Achso, nee, ich wollte jetzt eh den anderen Aussichtspunkt mitnehmen. Und meine Rüstung muss ich auch wieder reparieren. Ich müsste so viel. Aber ich kann mich eh nur für eins entscheiden, was ich in einer Folge mache. Entweder wir machen die Story weiter. Oder wir machen hier das Nebenzeugs. Und ich sehe gerade, dass da vorne wieder jemand markiert wird. Ach, das ist die nächste Quest. Die machen wir aber nicht, wie gesagt, sondern wir machen... Ihr dürft es jederzeit zählen, Tarik. Aber das Geld bleibt bei mir, bis ich die Fracht selbst gesehen und die Qualität geprüft habe. Verstanden. Ihr seid ein kluger Mann, Manuel. Vertrauen ohne Zynismus ist hohl. Es sieht gut aus, Tarik. Alles ist hier. Also, was nun? Ihr bekommt Zugang zum Arsenal. Wenn ihr zufrieden seid, wird die Fracht an einen beliebigen Ort eurer Wahl geliefert. Sind eure Männer bereit für die Reise? Aber natürlich. Polykala, ich lasse eine Karte für euch anfertigen. Sind wir aus demselben Grund hier? Einer meiner Männer sah die Ankunft einer Ladung Waffen im Arsenal. Das machte mich neugierig. Waffen? Die würde ich mir gern selbst ansehen. Falls ihr nicht alle umbringt, weiß ich nicht, wie ihr hineinkommen wollt. Er wurde zweimal gewarnt. Keine Händler an den Mauern des Arsenals. Schafft das fort. Ihr Heuchler! Würden eure Männer nicht bei mir kaufen, wäre ich nicht hier. Ihr seid schlimmer als die Byzantiner, Verräter! Oh! Hüte deine Zunge, Parasit! Selbst in Friedenszeiten werden die Armen immer unterdrückt. Wenn wir ihnen ein Ventil für ihren Ärger geben, könnte das unserer Sache dienen. Okay, das war jetzt eine überraschende Wendung. Dann machen wir jetzt also doch mit der Hauptstory weiter. Das Tor des Arsenals. Tarik hat einen Mann namens Manuel in das Arsenal geschickt. Zetteln sie einen Aufstand an, um die Wachen abzulenken und sich Zugang zu verschaffen. Volle Synchronisation. Mindestens 40 Aufständische müssen überleben. Solidarität. Dann akzeptieren wir mal das. Was für ein Ehrenmann. Ein offener Konflikt mit den Janischan verscheucht die Zivilisten. Doch es wird klappen. Wir müssen jetzt die mal bestechen. Genug Geld müssen wir ja haben dafür. Einwohner von Konstantinopel. Die Janitscharen sind korrupt. Sie stehen mit dem Teufel im Bunde. Und beschmutzen das Ansehen. Dass der resolute Selim die Außenbezirke von Edirne fast erreicht hat. Die Fremde drohen. Gutes Volk von Istanbul!
Die Janitscharen arbeiten gegen euch. Lasst euch das nicht gefallen. Zahlt es ihnen heim. Mal schauen, dass ich da hier ungesehen durchkomme. Ups, jetzt habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Warte. Warte ein bisschen. Mann, komm, geh doch zur Seite, Ezio. Was soll denn das? Ach komm. Ja, ich war aber auch selber ein Trottel, weil ich da mitten durch das Sperrgebiet durchgelaufen bin. Also habe ich nur verdient. Das machen wir jetzt besser. Solidarität vortäuschen für die eigenen Ziele. Was für ein Ehren. Es ist nicht schön, ich weiß. Doch es wird klappen. Lässt dem Volk von Konstantinopel verkünden, dass sein Vater sich... Das kriegen wir noch besser hin. Einwohner von Konstantinopel. Entschuldigung. Da müssen wir jetzt außenrum. Lass mir nochmal durch hier, bitteschön. Ihr habt nichts Unrechtes getan und verdient solche Behandlung. Ein offener Konflikt, ja, ich weiß, aber ich gehe außenrum. So, lass mich mal durchspielen, bitte. Der glorreiche Sultan Bayezid. Den muss ich auch noch bestechen. So, und dann läuft das. Gutes Volk von Istanbul. Gibt es da noch ein? Zu den Aufständischen gehen, die sich am Tor versammeln. An welchem Tor? Das Tor wird nicht lange geschlossen bleiben. Die Leute tun euch einen Gefallen, Ezio. Erwidert ihn und bewahrt sie vor Schaden. Okay, so kann es natürlich auch machen. Einfach das Spiel weiterlaufen lassen. So. Wen machen wir denn jetzt als erstes fertig? Ich hole einfach noch ein paar Assassinen mit dazu. Davon ist der andere noch. Geh mal auf die Seite, davon sind noch weitere. Gut, und jetzt? Jetzt müssen wir sie weiter beschützen. Das bringen wir hin. Nein, wird zu weit. So, jetzt. Leute, ich geh mal alle auf die Seite hier, Zivilisten, weil sonst haben wir hier noch weitere Tote. Das wollen wir aber nicht. Da kommen da hinten noch mehr. Ich glaube, ich sollte aber lieber hier innerhalb des Kreises bleiben. Ja, mein Freund. Das lassen wir uns nicht beten. Von da hinten kommen auch noch irgendwelche. Arsenaleinbruch. Das Tor des Arsenals wurde durch den Aufstand zerstört. Finden Sie nun den Grund für Manuels Besuch heraus. Okay.
Manuels Spur folgen. Soll ich den jetzt weiter töten, oder? Manuels Spur folgen. Ja, wo, welche Spur? Ich laufe einfach mal durch die Menge. Manuel Palarot. Habe ich den jetzt erwischt? Nein, okay. Datenbank. Letzte Einträge. Menschen. Byzantiner. Kontakte. Abbas Sophia. Okay, den lesen wir uns aber nachher noch durch. Oder später. Vielleicht auch in einem extra Video. Ich laufe jetzt einfach mal der Spur weiter hinterher. Lass mich mal durch hier, Leute. Komische Kleidung. Vielleicht einer Krampton? Dieser Mann. Den kenne ich doch. Ist er das? Nee, ist es doch nicht. Ich habe eine Frage an euch. Ihr, im Namen der Wache, halt auf! Setzt ihn nach! Das könnte... Alles klar, gut. Halt, falsche Taste. So, komm, jetzt brauchen wir den hier. Ich sehe nichts mehr. Okay, da vorne geht es noch weiter. Und da geht die Spur weiter. Dann laufen wir doch mal. Ja, das kann passieren, dass nochmal einer getötet wird. Jetzt keine Zeit für irgendwelche Sperenzien. Wir müssen die... Auf jeden Fall ein kleines Schwätzchen. Wir müssen hier die Ding verfolgen. Die Spur verfolgen. Finde ich gar nicht so schlecht, dass wir jetzt hier auch... 20 Jahre in der Stadt, dein Leben als niemand. Nun endlich fügen sich die Teile zusammen. Ist die Palaiologos-Linie wieder eingesetzt, Manuel? Dann vergesst nicht, wer euch dabei geholfen hat. Natürlich nicht, mein Freund. Im Traum würde ich einen Mann wie euch nicht betrügen. Doch ihr müsst Geduld haben, Novaroma wurde nicht an einem Tag erbaut. Ich bin zufrieden. Bringt mich auf mein Schiff. Wenn auch nur eine beschädigt wird... Behalte ich das Geld. Merda. Okay, jetzt müssen wir raus. Schneller! Renn schneller! Wie kann ich nicht schnell schwimmen? Ach so, mit A, genau. Pigeon! Ich meine, die können die schwimmen? Ich glaube, die können gar nicht schwimmen. Früher oder später läufst du in eine Sackgasse, mein Freund. Nö, laufe ich nicht, weil ihr könnt ja nicht schwimmen. Muss jetzt einfach nur aus dem Gebiet raus. Schon wieder? Was soll denn das? Schinde! Aber die sehen mich eh alle. Ich muss doch hier in diese Richtung. Ja, ich muss noch weiter aus dem Gebiet raus. Den habe ich schon mal. Setz ihn nach! Wo rennst denn du hin? Ich will doch über die Treppe hoch. Also gut, dann kletter außen rum. Das ist so ein Quatsch, aber okay. Manchmal verstehe ich nicht, was der da macht. Ein Luftatmen? Ja, okay. Das ist jetzt mir nicht ganz so wichtig. 50% Synchronis.
passiert. Haben wir jetzt nur die Sophia-Erinnerung? Oder was haben wir jetzt? Haben wir jetzt noch eine andere? Ja, erstmal nur die Sophia-Erinnerung. Da unten haben wir, da haben wir noch einen Aussichtspunkt und da drüben. Da können wir den auch gleich noch machen. Das wollten wir eigentlich in dieser Folge. Hier haben wir einen Schmied, den kaufen wir gleich noch mit. Dann kann ich bei dem auch gleich meine Rüstung reparieren. Ui, ich kann neue Sachen kaufen. Ja. Neue Waffe. Schmiedehammer. Syrischer Säbel. Schaden minus 1. Aber ich bin ganz ehrlich gesagt mit dem großen Schwert ganz zufrieden. Ja. Mit der bin ich tatsächlich ganz zufrieden. Ein makedonischer Dolch. Der ist nicht so viel Fleisch als. Ja, nee, gefällt mir aber nicht. Armbrust, die könnten wir jetzt sogar kaufen. Ja, nehmen wir sie mit. Munition. Der Behälter ist eh voll. Armbrustbolzen, 15-15. Komponenten braucht man nicht. Erzählt euren Freunden von mir. So, da drüben war noch eine Bank. Sag bloß, das ist jetzt die Bank. Das ist ein Arzt. Die kann ich aber nicht. Da ist die Bank. Und die kann ich auch nicht renovieren. Juhu. Gut, jetzt habe ich da einen kleinen Fehler gemacht. Also müssen wir erstmal wieder einkaufen gehen. Bei den Leuten. Mit euch. 10.200 im Banktresor. Ja, jetzt ist aber gerade keine Bank da. Jetzt ist gerade keine Bank da, die ich ausrauben könnte. Oder wo ich Geld abheben könnte. Vielmehr. Ich will sie nicht ausrauben, ich will da nur Geld abheben. Das dauert ein bisschen, bis wir da alle ausgeplündert haben, bis wir dann genug Geld haben. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach trotzdem da oben hin und machen unseren Aussichtsturm, wie wir es ja eigentlich machen wollten. Hey, was machst du denn jetzt schon wieder? Ezio, bist ein Depp. Manchmal ist der Ezio ein Depp. Warte mal, da oben kommt man auch rauf. So, jetzt müssen wir da oben rauf. Machen wir mal die Meldung hier weg. So, komm, Ezio, du kannst auch da drüben rauf gehen. Ist ja bald was zu essen, recht? Okay, da kommt er nicht ganz hoch. Schaffen wir das ganz hoch? Nee, nur brauchen wir noch das Zwischending da. Ezio, willst du jetzt mal raufgehen? Halt, da ist das Festhalteding. Das ist nochmal eine Truhe, sehr schön. Vielleicht ist da genug Geld drin. Nein. Es ist kein Geld drin. Es ist nicht mal genug Geld drin. Es ist gar kein Geld drin.
So, sehr schön. Ein Aussichtspunkt fehlt uns noch. Aber den machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen gut unterhalten. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Omni.